Tag der offenen Tür auf dem Keramikcampus in Hörgrenzhausen. Der Westerwald-Campus versammelt Spezialisten rund um die Themen Keramik und Glas und ist weltweit anerkannt. Speziell die Werkstoffgruppe Keramik hat es den Professoren und Studierenden angetan. Das Faszinierende am Werkstoff Keramik oder der Familie Keramik ist die Vielseitigkeit. Es gibt keine Werkstoffgruppe, keine Metalle, keine Kunststoffe, die so viele verschiedene facettenreiche Eigenschaften haben. Wir haben Keramiken, die sind elektrisch isolierend, wir haben Keramiken, die sind hochelektrisch leitfähig, wie die Supraleiter, wie sie beispielsweise in MRT-Geräten eingebaut sind. Die Keramik kann elastisch sein, sie kann aber auch hochsteif sein. Die Keramik ist hochtemperaturstabil, die Keramik kann optisch transparent sein, sie kann die verschiedensten Eigenschaften haben. Und keine Werkstofffamilie bietet dieses Leistungsspektrum wie die Keramik. Zusammen läuft es deshalb, weil wir also alle Bereiche der Keramik versuchen abzudecken. Wir haben einen Professor aus dem Bereich der Feuerfestindustrie, wir haben Professoren aus dem Bereich der klassischen Baukeramikindustrie und Silikatindustrie. Wir haben aber auch Professoren aus dem Hochleistungskeramikbereich, Bereich der Strukturkeramik, technischen Keramik und Funktionskeramik. Und ich glaube, das zeichnet den Standort aus, die Praxisnähe. Auch die sehr enge Kooperation mit der Industrie, mit den Unternehmen zeichnet uns aus.